So, jetzt zu einem jungen Mann, der all das mit dem Stift vereint und kann, was ich niemals gekonnt habe, nämlich malen. Er ist eben sehr begabt, er schafft ausdrucksstarke Bilder. So ein Talent ist eben auch was ganz Besonderes, deswegen nicht bei jedem vorhanden. Und noch bemerkenswerter ist ja, dass der kleine Mann eigentlich noch im Kindergartenalter ist. Das wiederum ist neu. Es gibt Wartelisten für Käufer aus der ganzen Welt. Diese Unikate kosten mehrere tausend Euro. Wir haben 4.600 Euro bezahlt. Und das ist noch eines der günstigeren Stücke. Gemalt hat er sie. Michael AK, 6 Jahre alt, Kindergartenkind. Der Trubel um seine Person scheint ihn allerdings ein wenig zu überfordern. Jüchen nahe Köln. Es ist Michael AKs 5. Ausstellung. Die Besucher reißen sich um seine Bilder. Schon in wenigen Stunden werden sie ausverkauft sein. Sein Vater hat inzwischen sogar seinen Job als Personaldisponent gekündigt, konzentriert sich voll und ganz auf Michaels Karriere, ist Manager seines Sohnes. Zu viel Druck für Michael? Zur Erinnerung, der Kleine ist noch nicht mal in der Grundschule. Wenn es zu viel für Michael wird, dann sehe ich das als Mutter, nehme ihn einfach raus. Oder er sagt, es ist Schluss, ich möchte jetzt nach unten meine Ruhe. Wie viel die Familie schon mit den Bildern ihres Sohnes verdient hat, darüber möchte sie nicht sprechen. Trotz der Vorwürfe, denen die Eltern sich immer wieder stellen müssen, betonen sie, Michael sei ein normales Kind, das Lego und Tom und Jerry mag. Der Rummel um den 6-Jährigen auf der Vernissage ist riesig. Und irgendwie wirkt es auf uns so, als ob das Michael doch schnell zu viel wird und er sich lieber hinter der Leinwand versteckt. Wenn so viele Leute da sind, das ist schon laut, dann gehe ich irgendwo, wo ganz leise ist. Und dann bleib ich eine halbe Stunde. Michaels Talent entdecken seine Eltern, als er 4 Jahre alt ist. Wir haben den an der Leinwand mit Fingerfarben gekauft. Ich war an den Tag arbeiten gewesen und als ich dann nach Hause kam, sah ich dieses eine Bild, wo ich sprachlos war, weil es einfach zu schön ist. Also, und erstmal dachte ich, dass das meine Frau gemalt hat. Und dem war nicht so. Das war der Michael. Sie kaufen ihm mehr Farben, mehr Leinwände, zeigen Videos von Künstlern. Michael findet seine ganz eigenen Techniken. Den Boxhandschuh gemacht und hab drauf gebrochen. Ich bin ein guter Küsser. Ich bin ein Meister. Auf Instagram hat Michael knapp 40.000 Follower. Seine erste Ausstellung hat er noch mit 4 Jahren. Es folgen weitere in Köln und Hamburg. Inzwischen gibt es auch Anfragen aus Amsterdam und Tokio. Und sein Vater hat noch Großes vor mit ihm. Wenn er Michael weitermalen sollte, wovon ich auch ausgehe, er malt weiterhin mit Spaß und Leidenschaft. Also ich sehe den, also einer der ganz großen Künstler auf der ganzen Welt. Aber was, wenn Michael diesen Weg nicht einschlagen möchte? Heute jedenfalls scheint er sich zu freuen, wenn seine Bilder anderen gefallen. Die Käufer nehmen weite Wege auf sich, um eines der Werke zu ergattern. So wie Sandy und Finn. Sie sind über 400 Kilometer aus Hamburg angereist, um für Sandys Vater ein Bild zu kaufen. Es kostet knapp 5.000 Euro und ist, so hat er es uns vorher verraten, Michaels Lieblingsbild. Wir fanden das auch von Anfang an irgendwie sehr interessant. Bolognese, sieht auch ein bisschen aus wie Spaghetti. Das hat ihm wahrscheinlich Spaß gemacht zu malen. Ja. Michaels Eltern versuchen den 6-Jährigen zu schützen, ihn nicht mit zu vielen Ausstellungen zu überfordern, erzählen sie uns. Und wir beobachten, auch wenn sich hier heute alles um ihn und seine Bilder dreht, spielt Michael draußen ganz unbeschwert, eben wie ein ganz normales Kind.